Abend, liebe Freundinnen und Freunde der Vernunft und eines funktionierenden Bahnhofs. Ich bin Angelika Link und ich freue mich, heute unsere Kundgebung gegen die Stadtzerstörung zu moderieren. Herzlich willkommen zur 185. Montagsdemonstration. Als erstes möchte ich wie Roswitha letztes Mal um Ordner bitten. Letztes Mal hat das gut geklappt, vielleicht haben wieder ein paar Leute von euch Lust, Ordner zu sein. Dann kommt doch bitte hier nach vorne zur Bühne. Ein herzliches Dankeschön an Betty Brose, unsere Klarinettistin. Es hat Spaß gemacht. Und danke auch an Brigitte und jetzt hier auf der Bühne Beate Württele und Uli Gesell von der Capella Rebella. Ich bin, Moment, das tut nicht das zweite Mikro, ne? Ein Eisenbahner, zwei von der Lokomotive Stuttgart und sieben von der Capella Rebella waren letzte Woche im Susertal drei Tage lang zu Besuch bei den NOTAF-Aktivistinnen. Ihr beiden von der Capella Rebella wollt uns heute ein paar wichtige Botschaften mitbringen. Was hat euch denn in Italien am meisten beeindruckt? Ja, wir sind jetzt schon 3 Jahre als musikalische Landlage unterwegs und uns ist aufgefallen, dass die in Piemont uns noch gar nicht kennen. Das wollten wir unbedingt nachholen. Und es war wirklich ein erstaunlich herzlicher Empfang, obwohl die uns nicht kannten. Irgendwie sind wir sehr schnell warm geworden miteinander und konnten dann auch dort Unterkunft finden und bei vielen Aktionen gleich uns beteiligen und mitmachen. Ja, und sonntags war da ein großer Ratschlag von alle Camps. Und es war entlang der Straßen, da waren Zelte mit Essen, das ist dort immer ganz wichtig aufgebaut. Und ein Chor hat inbrünstig gesungen. Also das sagt der Uli nachher. Und das ist schon zum fast Tränenkriegen, wenn die so inbrünstig singen. Und dann gab es auf der großen Wiese dann ungefähr 100 bis 200 Italiener, die da miteinander diskutierten. Immer einer hat ein Megafon gehabt. Alle Italiener waren ruhig und aufmerksam zugehört. Es waren alte, junge und Kinder dabei. Und jetzt muss ich gucken. Und also keiner hat Nein gerufen, keiner hat geschimpft oder Zwischenrufe gemacht. Es war immer ein liebevoller, respektvoller Umgang. Und dann war noch eine Hammer-Demo. Alle ab 50 einen Hammer mitnehmen sollen und in einen Bauzaun dann mit Steinen und mit Hammer klopft. Da waren auch viele Junge dabei und dann hat der Heiner von der Lok angefangen, einen eindringlichen Rhythmus zu spielen. Das Chaotische hat schon viel Kraft gehabt, aber mit dem einen Rhythmus, den alle automatisch aufgenommen haben, da war plötzlich so viel Kraft da, dass die von der Baustelle die Ohren gespitzt haben und hab 8-Stellung waren. Und du hattest dann ihr habt das Gefühl gehabt, dass die sehr solidarisch und freundlich miteinander umgehen. Ja, also ganz beeindruckend war für uns auch, also abgesehen von der Breite von dem Widerstand dort auch, die Entschiedenheit, mit der die dort zu Werke gehen. Also da können wir uns vielleicht auch noch eine Scheibe abschneiden. Und natürlich dann auch die Solidarität, die sie untereinander haben. Und das wäre auch die Sache, die sie uns mitgegeben haben, dass man halt jeden Einzelnen braucht, aber alle zusammen dann was bewirken. Das ist ein toller Satz. Wir brauchen jeden Einzelnen und wir haben ein gemeinsames Ziel. Ja. Gibt es noch was ganz Wichtiges heute? Ganz wichtig zu sagen, gibt es noch deren Schlachtruf. Eun, Edui, Etre, Asaradura! Dankeschön euch beiden. Ja. Ah ja, die Übersetzung von dem Schlachtruf war: Es wird hart werden. Sag nochmal auf Italienisch. Eun, Edui, Etre, Asaradura. Das wäre okzitanisch. Okzitanisch, gut. Also, vielen, vielen Dank euch beiden. Und alle Obenbleiber sind herzlich dort eingeladen. Hey.